Lufthansa fliegt heute zum ersten Mal mit dem A350, den sie, ich nenne es jetzt einfach mal, geerbt haben von Philippine Airlines. Des Weiteren Schiphol Airport und KLM besprechen, welche Flüge von KLM vielleicht dieses Wochenende ausfallen, damit man die Handling-Agent-Probleme in den Griff kriegt. Und Emirates hat uns wie immer mal überrascht. Nachdem man die 777 gestern in Frage gestellt hat, stellt man heute mal zur Abwechslung die 787 in Frage. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle, ihr seht hinter mir, Berlin hat einen Flughafen, allerdings in Brandenburg. Deshalb abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und ein Like. Dislike wollen wir nicht, könnt aber auch machen, wenn ihr das nicht mögt. Das erste Thema Lufthansa Business Class. Die Lufthansa Business Class ist ja schon immer wieder geteasert worden, dass sie neu gemacht werden müsste. Lufthansa hat etwas Glück gehabt in der Form, dass Philippine Airlines 4 Flugzeuge abgegeben hat. Diese 4 Flugzeuge hat sie aufgekauft, hat man in mühsamer Kleinarbeit auf Lufthansa Brand Standard gebracht. Heißt also, die Sitze sind nicht ausgebaut worden. Die Kabine ist eigentlich nicht großartig verändert worden. Man hat einfach das Ganze vom Farbschema der Lufthansa angepasst. Ich persönlich finde das relativ hübsch. Blende euch auch zeitweise Bilder ein. Ja, das Flugzeug ist heute von Markus Söder eingeweiht worden in München auf den Namen München. Und wie die Lufthansa uns in der Pressemitteilung mitteilt, ist es das 6. Flugzeug, das auf den Namen München getauft worden ist. Also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Omen ist. Das erste Flugzeug war der am 11. Oktober 1960 ein Flugzeug mit dem Namen München, war eine 707. Dann ging es weiter mit einem 380er, ja ganz genau. Die Mike Bravo war das, da war ich auch bei der Taufe mit dabei in München. Aber die waren ja kurzlebig. Also schauen wir einfach mal jetzt, was die 350er mit Lufthansa werden. Was euch wesentlich mehr interessiert, ist natürlich die Business Class. Was da die Hauptvorteile sind? Die Hauptvorteile sind ganz klar, dass es 1-2-1 ist. Also jeder Business Class Sitz hat einen direkten Gangzugang, was für viele meiner Meinung nach das Reiseerlebnis wesentlich verbessert. Auch die Füßesitze sind damit zumindest bei den 4 Flugzeugen Vergangenheit. Erwähnen muss man es an dieser Stelle natürlich immer wieder. Das ist nicht der 5-Sterne-Sitz, der von Skytrax da, der Lufthansa, ja, egal wie, ist irgendwie gekauft, nicht gekauft, ich weiß es nicht. Also ihr wisst selber, was Skytrax ist. Aber auf jeden Fall ist es halt tragisch, dass Philippine Airlines ein Flugzeug, was seit vielen Jahren in der Luft ist, jetzt schon abgegeben hat und Lufthansa das als das große tolle Erlebnis erklärt. Die 777 sollte ja das erste Flugzeug sein mit der neuen Lufthansa Business Class, mit dem neuen Interkontinental-Erlebnis. Aber das Problem ist ganz einfach, dass diese sich bis 2025 verspäten. Und jetzt muss man gucken, in die 350er werden die ersten Sitze dieser Art dann eingebaut werden. Die kommen allerdings erst ab 2023 mit der neuen First Class zusammen. Das heißt also, es wird nicht mehr 8 First Class Sitze geben, sondern 4. Wird wahrscheinlich irgendwie so in einer Reihe seine Suitenreihe, haben wir auch oft drüber philosophiert. Aber Lufthansa sagt ganz klipp und klar, das wird seinesgleichen suchen. Wir werden mal sehen, wie die Worte von Lufthansa da in dem Fall zu bewerten sind. Ob es jetzt etwas ist, wo man sagt, seinesgleichen suchen nach unten oder nach oben. Also ich bin mal gespannt und ich würde da halt immer im Zweifel der Lufthansa-Arten sagen, diesmal haben sie es verstanden, diesmal werden sie halt wirklich das Produkt auch launchen. Natürlich weiß ich, dass ihr sagt, ja, Lufthansa ist ja jetzt nicht unbedingt eine Firma, die dafür bekannt ist, dass man da Frontline läuft. Das heißt also, dass man zum Beispiel die Lie-Flat erst gemacht hat, nachdem viele Fluggesellschaften die zweite Generation hatten. Oder bei einem Business Class sitzen All-Aisle-Access, dass man diese dann auch erst hatte, nachdem das bei anderen schon Standard war. Also insofern schauen wir einfach mal, inwieweit die Lufthansa da in meinen Augen vielleicht auch wieder was Besseres hinbekommt. Kommentiert unten, was ihr zu dem Sitz sagt. Ob ihr vielleicht auch nach Kanada fliegt, das sind übrigens die ersten Ziele, die angeflogen werden. Das wäre Toronto, Vancouver, hatte ich eins vergessen. Ich glaube Toronto, Vancouver, Montreal. Also insofern, das sind die Flüge, die gehen. Und da wird man sicherlich auf ein interessantes Erlebnis sich freuen können. Die anderen Namen sind leider noch nicht bekannt. Das Flugzeug hat aber die Kennung für alle, die das interessiert. Das muss ich einmal, wo ist es denn hingelaufen? Das ist immer das Schöne, wenn man halt etwas sucht, dann findet man es nicht in dem Moment.
dass das Flugzeug ist. Aber Lufthansa weist nochmal darauf hin, dass die A350-900 mit 2,5 Litern pro Person Verbrauch top ist und also auch von der Ökobilanz ist. Man hat hier jetzt auch die Webseite nochmal optimiert, dass man jetzt direkt kompensieren kann bei der Flugbuchung, was ja bis jetzt auch ging, aber man hat es jetzt optimiert, dass man es auch wirklich nicht mehr übersieht. Übrigens, die Kennung ist Delta Alpha India Victor Charlie, nur damit ihr es gehört habt. Ein Opfer der 777X-Verspätung ist nicht nur Lufthansa, sondern auch die Emirates Airlines. Die Emirates Airlines hat natürlich gesagt, wenn das Flugzeug bis 2025 nicht gekommen ist, da machen wir was anderes draus. Die haben ja auch einige storniert, hatte ich gestern ja erzählt. Aber jetzt hat man auch die 787-Order zur Frage und zur Disposition gestellt. Warum? Ganz einfach. Man sagt ganz einfach, die 787, schauen wir einfach mal, ob die überhaupt einen Platz in der Flotte hat. Ja, und dann fragt man sich, was? Man hätte die 787-9 dieses Jahr erhalten sollen, aber die sind ja auch verspätet, bei Lufthansa übrigens auch. Und man prüft jetzt halt die gesamte Situation und ob man die 787-9er-Bestellung weiter aufrecht erhält oder nicht, weil die Flugzeuge werden oder sollen erst am zweiten Halbjahr angefangen werden auszuliefern, weil ja die FAA jedes Flugzeug per Handschlag persönlich verabschieden will. Die Gründe hatten wir ja lange besprochen. Aber zuerst bekommt Emirates noch 50 A350-900er, was natürlich dann ein weiteres Modell wäre, weil im Moment hat man nur die 777 in der 200er, 300er R-Version und dann halt die 380er in Hülle und in Fülle. Ich glaube 117 Stück waren es, 50 waren geparkt. Ungefähr so war das. Letztes Wochenende war das ein Riesenproblem in Schiphol in Amsterdam, dass man dort bei der Gepäckausgabe beim Verladen Riesenprobleme hat. Die Leute haben ja sogar auch einen Streik gemacht, weil sie einfach überfordert sind. Das heißt also, diese Überforderung der Leute ist dann darin resultiert, dass man einfach die Arbeit niedergelegt hat. Diesen nennt dann Wildcat Strike oder wie es im Englischen heißt. Und der Amsterdamer Flughafen hat halt wegen der drohenden Überlastung dieses Wochenende auch dann nochmal geschaut. Und die Nachrichtenagentur ANP sagte heute am Donnerstag, nee, gestern war Donnerstag, sagte gestern, dass man nicht alle Passagierflugzeuge abfertigen kann mit der Menge von Leuten, die man hat und auf dem Arbeitsmarkt seien keine Kräfte mehr zu finden. Also insofern, was heißt das? Das heißt einfach, dass man an der Stelle dann einfach kürzen muss. Und die Kürzen sind die Flüge. Und die Bodenbeschäftigten der Fluglinie KLM haben halt diese Eskalation in diesem wilden Streik gehabt. Und das hat man halt jetzt gelernt in Amsterdam. Machen wir nicht mehr. Und man will auch jetzt am Freitag schon Flüge streichen. Bis jetzt ist mir da nichts bekannt, dass da was gestrichen worden ist. Aber man will auf jeden Fall gucken, dass es Lösungen gibt und dann halt notfalls Flüge streichen. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Riesenproblem? Sollte man die Flüge streichen? Was ist da eurer Meinung nach die Lösung? Meine Lösung wäre, zahlt den Leuten Geld. Dann ist da irgendwie, wenn ein Angebot nicht toll ist, anscheinend der Preis entweder zu hoch oder zu niedrig. Und wenn es ein Produkt ist, was ich verkaufe, ist der Preis meistens zu hoch. Wenn ich ein Produkt anbiete, was die Leute aber nicht nachfragen, wenn es im Arbeitsmarkt ist, ist der Preis zu niedrig, also der Lohn. In meinen Augen ganz einfach. Aber schreibt unten, was ihr davon haltet, wie ihr den Ausblick hier am Flughafen in Berlin findet, am Willy Brandt Flughafen. Ich selber übernachte heute im wunderbaren Kempinski Hotel. Schauen wir mal, wie das wird. Werde kein Review von machen, keine Angst. Also da braucht ihr nichts zu gucken. Aber wenn ihr Fragen habt, schauen wir einfach mal. Danke an die, die gestern noch beim Stammtisch gewesen sind. Die, die schamhaft nicht vor die Kamera wollten, auch kein Problem. Aber wie gesagt, nächsten Stammtisch werden wir wahrscheinlich in Frankfurt machen. Werde ich kurzfristig bekannt geben. Wie immer an dieser Stelle, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, kommentieren und lasst uns ein Like da. Also, bis dann, danke. Ach ja, habe ich gesagt, Frequent Traveler TV, Takeoff, so hieß die Sendung.